Tag Marco. Hallo Sascha. Ich habe ein Problem. Wissen wir, ja. Ich fühle mich hier nicht gut beraten. Ich habe hier letztens ein Set gekauft und mir fehlt Tüte 3. Und ich möchte bitte Ersatzteile. Können Sie da irgendwas machen? Tüte 3? Ja, Tüte 3. Ich guck mal nach. Oh, ich habe hier eine Tüte 3. Oh, das ist ja die richtige. Ja. Außerdem beim anderen Set, was ich hier gekauft habe, ich kaufe übrigens nur bei Ihnen, ne? Wer was anderes behauptet, lügt. Ey, ich habe Tüte 9 fehlt mehr. Kannst du mir auch zufällig da die Ersatzteile besorgen? Ich habe schon mal Videos von dir gesehen. Ich weiß, dass du lügst. Aber hast du zufällig Tüte 9? Die fehlt mir. Mhm. Das ist schon lustig, dass bei dir immer Tüten fehlen. Ja. Oh ja, auch immer die ganzen. Hier, ich habe auch eine Tüte 9. Super, super. Und ich habe so ein Set, da ist mir eine Elektrokomponente kaputt. Da fehlt mir ein Motor. Hast du einen Motor für mich? Ich habe gelernt, dass du ja nicht so gerne Technik-Sachen baust. Ja, aber manchmal schon. Fehlt dir zufällig der Motor hier? Oh ja, Mensch Marco, du hast sofort immer alle Ersatzteile für mich. Ja, ich tue mein Möglichstes und ich freue mich auch, bin mal, dass bei dir Sachen fehlen. Kann es sein, dass ihr Zauberer seid? Wir sind Zauberer, ja. Oh, so mag ich Kundenservice, so mag ich Ersatzteile. Ja, wir geben unser Bestes. Bis morgen. Bis morgen. Tarisach, das wäre natürlich schön, aber die Realität sieht leider anders aus und auch ein bisschen traurig, oder Marco? Kann man so sagen. Also hier hinten ist so die Ecke, wo wir all die Leichen aufbewahren, die sich so ansammeln. Und Leichen ist die richtige Bezeichnung, weil ja einige Sachen verwesen hier auch schon, oder? Ja, also da ist schon keine Farbe mehr drauf auf den Schachteln. Also der Fachbegriff wäre übrigens Sunfaded, ne? Ja, hier, genau. Oh, schön. Hey, Marco, können wir bald als Schwarz... Geh mal her. Als Schwarz-Weiß-Sets verkaufen, oder? Ja. So sieht dann so ein Karton nach ein, zwei Jahren aus. Ja. Jetzt können natürlich einige sagen, müsst ihr besser lagern, aber... Ja, sind halt kaputt und offen. Ne? Sind kaputt und offen. Und der Kleber der chinesischen Kartons löst sich irgendwann. Und irgendwann gehen die halt auseinander. Was meinst du, wie viele Sets liegen hier oben ungefähr? 200? 300? Naja, 200. 200. Naja, gut, aber so, hier liegen auch eine Menge kleine, ne? Ja. Ich sag mal, die Grundproblematik ist, du hast irgendein Set, dir fehlt ein Spezialtechnikteil, dann kramst du draus aus Bauabschnitt 7, Tüte 7.4. Genau. Dann nimmst du draus, schreibst auf einen Zettel. Genau, so Zettel haben wir hier, überall dran. Ne? Genau, so eine Zettel, ne? Da stehen ja so Zettel, da steht dann drauf, was fehlt. Also in dem Set fehlen jetzt zum Beispiel Tüte 3 komplett weg. Ja, genau. Und das Problem ist, da waren mittlerweile wie viele verschiedene Mitarbeiter dran? Vier Mitarbeiter. Dann gibt es noch welche, die haben nicht so genau geführt. Dann gibt es welche, die haben übergenau geführt. Dann hat der und der eine sagt, das Teil fehlt, das heißt aber anders, das ist schwierig. Ich sag mal, es gibt auch Sets hier, da sehe ich es zum Beispiel, da fehlt nur ein Power-Modul, ne? Der blaue. Der blaue. Das kann man natürlich einfach ersetzen. Also einfach, Marco, wie lange würdest du Moltkin Power-Modul ersetzen? Ein Power-Modul ersetzen, ich sag mal, wenn die sofort schicken, 4 bis 6 Wochen. Genau. So, dafür ist es aber auch so, wenn du sagst, mir fehlt ein Power-Modul, dann sagen die, ja, ist uns eigentlich ziemlich scheißegal. Das chinesische Scheißegal. Dann musst du schon kommen mit, mir fehlen 10 Power-Module. Dann diskutieren sie aber wieder, ja, warum können denn so viel kaputt sein? Oder warum ist da so viel nicht in Ordnung? Ja, liegt halt wieder daran, dass es chinesisch ist und da die Qualität ist da nicht so wichtig. Insofern ist denn Henne-Ei-Problem. Klassiker. 27 Autos, Marco. Vitrine im Arsch. 90% aller 27 Autos ist die Vitrine, also kaputt, nicht im Arsch. Kaputt, ja. Im Arsch wäre ein chirurgisches Problem, oder? Ja, das wäre ein Also wir haben ja von jede Menge hier rumliegen. Vitrine. Weil da ist es auch immer so, die sind so eng gepackt in der Kiste. Wenn die einen Schlag kriegt, dann sind einfach nicht eine Vitrine kaputt, sondern 3 oder 5. Ja. Und dann siehst du von außen natürlich nicht, was da los ist. Und das war der Wecker vom Laden. Achso, ich dachte, das ist Entenjagdzeit. Ja, das geht jetzt wieder los, der Jäger hier. Bam, bam. Wie hieß denn der Emmerfat? Das war bei den Amis so, ja. Bugs Bunny, oder? Bugs Bunny, ja. Aber wir hatten ja auch noch im Osten, ihr habt halt den Spielautomaten, wo du die gelben Enten abgeschossen hast. Marco war im reichen Teil von Osten. Wir hatten sowas nicht. Im FDGB-Heim, ja, absolut. Hat man 50 Pfennig drin geworfen. Marco kennt übrigens nicht Bettina Bummelt, der kleine Angsthase und die drei Schweinchen hier, ne? Zilli, Billy und Willi. Da bin ich leider zu jung gewesen. Kann ja nicht jeder so alt und grauhaarig sein wie du.
Ja, jetzt haben wir aber genug gejammert, war Marco? Genau, jetzt haben wir genug gejammert. Wir haben nämlich, wir sind nicht ohne Grund hier, wir wollten euch jetzt nicht unser Leid zeigen. Genau, ne, also wir vernichten jetzt einfach alles, was hier oben liegt, weil ja, das wird sich nie wieder komplettieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass hier noch mal eine Tüte 3 oder der Reifen oder die Vitrine in der richtigen Menge ankommen, die tendiert gegen null. Es ist halt so, dass so ein Set, was ein 100er kostet, liegt dann halt hier. Dafür ja, hier liegen richtig fette Sets. Ja, also ich hab hier... Ja. Oh. Chestev, ne? Nee, Nebulon. Nebulon, ja, keine Ahnung. Da fehlt, da drunter ist noch ein Venator, da fehlt Tüte 10. Ja, wir haben ja auch ein Todes... hier so ein Interceptor oder was ist das? Nee, ein ja, TIE Fighter. TIE Fighter oder TIE Bomber oder was? Ah, also richtig auf Knirsch, ne? Hier auch eine G-Klasse sehe ich gerade. Züge haben wir hier jede Menge stehen. Was fehlt bei dem Zug? Hab ich so ja selber eingemottet. Der Lightkick fehlt, Back 3.2 und die Akkubox. Mittlerweile auch die geraden Schienen. Mittlerweile auch die geraden Schienen. Also, das wird nie wieder eins. Deswegen geht das in Schutt. Ja, und unser erster Gedanke war, weil am Anfang der Woche brannte hinter uns eine Halle, ne? So eine. Richtig, da ist eine Lagerhalle, wo Equipment verkauft wird für Brokkolizucht, nennen wir es mal so. Die brannte, warum auch immer, keine Ahnung. Das Labor von Dr. Greentump. Ja, also die brannte auch 3 Tage und wir hatten erst überlegt, ob wir alle da reinschütten. Genau, dann wäre nicht aufgefallen durch den Gestank. Ist plötzlich weg, aber die Feuerwehr hat uns abgehalten. Ja. Naja, und jetzt holen wir die ganze Zeug hier runter, machen es auf. Weil da sind ja natürlich verschiedene, also da sind Power Functions drin etc. Die müssen irgendwie, die können wir ja nicht mitverkaufen. Weil holen die dann günstig bei uns auf der Homepage raus. Genau. Ja, und ein bisschen reingucken tun wir. Und ich wollte ja auch keine zusammengebauten Sachen haben. Also müssen wir mal gucken, ob da irgendwo noch irgendwelcher Schrott ist, der jedenfalls retour hier wieder gelandet ist. Und dann könnt ihr das bei uns dann sozusagen im Shop kaufen. Genau, wir machen Zaubertüten. Wir werden verschiedenste Bauabschnitt- und Bauschritttüten einfach so ein bisschen wild mischen. Genau, wir werden das wild mischen. Und dann kann man... Dann machen wir nochmal ein Video dazu, wie wir das machen. Ja. Und was wir halt nicht machen, wir werden nicht Technik und Standard mischen. Das wird extra laufen und ja. Dann kann man sich ein Kilo oder zwei, was wissen wir noch nicht, aber dass man sagt, man hat so ein Überraschungsbag und da sind dann halt, da ist dann zum Beispiel ein Bauabschnitt aus dem Zug drin, aus dem Star Wars heißt ja nicht, MK Stars Modell, dann aus dem Modulars, sehr viele Modulars liegen hier rum. Ja. Es ist hauptsächlich Mold King, also Go-Bricks. Wir haben hinten noch mal ein bisschen Wange, ein bisschen Reo-Bricks. Das würden wir extra machen, aber so im Großen und Ganzen also, wird das wild. 90% ist Mold King. Also 90% Go-Bricks. Mold King. Go-Bricks, ja. Ja, dann würde ich sagen, Marco, hören wir jetzt auf zu jammern, sondern machen jetzt, wie heißt das? Taten. Genau, wir holen den Hexer raus und schmelzen alle rein. Genau. Gut. Bis später. Also wir sind ganz, ganz fleißig am Aussortieren, Ausparten, Sortieren und allem drum und dran. Also guckt euch einfach schon mal um, wie es hier so aussieht im Moment. Diesen ganzen Karton hat die Jasmin übrigens alleine gepackt, richtig? Absolut. Das hat dir keiner geholfen? Nee. Und was ist da so drin? Was da so drin ist? Also teilweise ist da wirklich auf gut Deutsch echt geiler Scheiß mit drin. Also so Deko-Zeug, Fenster, gutes Zeug. Also ihr habt wirklich nur den guten Scheiß abgepackt. Ja. Sehr gut, sehr gut. Und im Hintergrund, vielleicht hört ihr ein bisschen Rauschen, da wird schon weitergepackt. Gehen wir gleich mal rüber. Kurze Frage. Ja. Ich sehe hier nur Systemsteine. Habt ihr auch Techniksteine? Ja, ist aber separat sortiert, damit die Leute sozusagen entscheiden können, möchte ich Systemsteine oder möchte ich Technikteile haben. Hol mal so ein Ding raus, damit die Leute sehen, was ungefähr 1 Kilo Systemsteine bunt gemischt, ne? Ja. Ich probier mal. Wie gesagt, das ist wild. Es sind Eisenbahnen drin, es sind Schiffe drin, es sind Autos drin, es sind Modulars drin. Alles, was es von Mold King geht, wild gemischt. So, ich sage mal, jede Drogenküche in Südamerika wäre neidisch auf diese Mengen von bunten Pillen, Bausteinen, die wir hier abgepackt haben. So, hier mal ein kurzer, schon wieder ganz leer. Hier sind schon wieder hunderte Kilo 1A Ware auf die Waage gewandert. Jasmin, sind wir fertig? Nein, noch lange nicht. Was kommt als nächstes? Die nächsten Sets. Hm. Der Rest würde ich jetzt machen. So endet es denn, wenn wir fertig sind mit dem ganzen Verpacken und sonstigen. Wir haben da jetzt verschiedene Beutel rausgemacht. Also hier ist zum Beispiel ein Technikbeutel.
Da ist 100% Gobricks drin, also Multiking-Sets, die wir auseinandergerissen haben. Da haben wir ohne Strauß genommen, aber sonst was, da ist halt wirklich alles drin, was da drin war. Ne? Also von Paneelen, Pins, Liftarme, alles. Bunte Mischung halt. Ne? Dann haben wir hier günstige Reobricks Standardsteingeschichten. Da stammen aus Schiffen, Modular, Mittelalter, Gebäuden, Buchten, was dabei so übrig bleibt. Ne? So. Also halt im Prinzip ganz viel Pflanzenzeug, Deko, normale Steine, besondere Steine. Ja, also alles Mögliche. Frau Glitzer hat schon ganz viele schöne Deko-Elemente gefunden, die ihr gefallen haben. Natürlich. Und mit Gold und sonst was. Und ja. Naja, sind so halt Pirateninsel-Mustertüte, sag ich mal. Und hier haben wir von Moltkin oder beziehungsweise eher Gobricks. So, das war dann übrig bleibt. Ja, genau. Da ist hier Misch drin, Modulargebäude, da sind Autos. Also ganz normal hier von den Standardsteinautos Teile drin. Da sind unter anderem Raumschiffgeschichten drin, was uns da in den Finger. Züge. Stimmt. Ja. Und eventuell für die Schildkröten unter uns befindet sich da auch E02 Kubricks Standardsteine drin, die sich denn irgendwo angefunden haben. Aber ansonsten ist es Gobricks bzw. Moltking. Preismäßig, was hat man jetzt gesagt? 29,95 € das Kilo. No, 29,95 €. Sind mal ein Kilo und ein bisschen. Ja? Also so, dass man auf jeden Fall ein Kilo hat da drin. Und die gibt es dann bei uns jetzt mal im Shop zu kaufen, wenn ihr dann sozusagen für die Kinder Grabbeltüte oder zum Selberbauen. Also wie zum Beispiel jetzt hier, wenn er sagt, ey, ich bin definitiv in diesem komischen Gebäudethema mit Mittelalter-Schiffen sonst was drin, dann ist genau das, was ihr braucht, um da weiterzumachen. Na gut, Autos, also Technik, ich bin da echt, ehrlich gesagt, das ist ja nicht meine Baustelle, aber es sind bestimmt schöne Teile drin. Ich habe schon Paneele und gesehen und sonst was, das sind immer gefragte Sachen. Zahnräder sind auch ein paar bei. Ja, Liftarme, Schlagzeug halt, Pins. Naja, das war halt also alles, was man halt so aus Technik-Sets kennt. Ja. Und bei den anderen Sachen, also beziehungsweise denke ich mal eher bei Gobricks im Gegensatz zu Reobricks, sind also natürlich auch Standardzeug wie Steine, Fliesen, Platten. Ich sehe gerade verchromte Teile, sind auch ein paar. Ja. Und ein paar durchsichtige. Aber ich denke mal dadurch, dass das hier. Wir sagen doch hier nicht durchsichtig. Oh, entschuldige, wir sagen Transclear und Transclear Black, ne? Ich könnte noch einfach farblos sagen. Transclear Red, ne? Also ich möchte ja nicht weiter drauf rumreiten auf diesem Thema. Ja, so viel dazu. Also das könnt ihr dann sozusagen bei uns im Shop erwerben, nachdem ihr jetzt gesehen habt, wie das alles entsteht. Und ja, könnt ihr mal dazu ein Statement runterschreiben und dann freuen wir uns drauf, das zu lesen. Bis dahin, denkt dran, Daumen und so weiter abonnieren. Newsletter, andere Kanäle, Newsletter, alles drum und dran. Genau, das alles immer machen und dann freut sich Frau Glitzer auch. Und hast du gerade gegen die Kamera gewackelt? Ich bin ja eigentlich Fleischer, ich bin ja kein Kamerakind. Oh. Ja, okay, ich hoffe, das fällt nicht so doll auf. Bis dahin, tschüss.